unglaublich schöne und talentierte Frau, Schauspielerin, Moderatorin, Model und habe ich was vergessen? Und Hotelbesitzerin. Hotelier. Ja, aus Kärnten. Hier ist die umwerfende Larissa Marold, meine Damen und Herren. Liebe Larissa, was darf ich dir zu trinken anbieten? Gerne ein Wasser. Echt nur Wasser? Ja, oder was habt ihr denn sonst noch? Wein. Wein. Ja. Oder was hättest du sonst? Vielleicht der Wein noch... ist auch super. Wein ist gut. Wasser und Wein. Habt ihr euch schon kennengelernt hinten wir Backstage? Haben uns schon... bisschen. Ich bin mit so einem riesen Koffer angereist und sie saß gerade in der Maske und dann habe ich meinen Koffer aufgemacht und die ganze... was so, war da drin in dem Koffer? Da. Ja, es war auf jeden Fall Chaos, kurzzeitiges, Entschuldigung. Aber nicht schlimm. Aber was hast du da mit? Hier ist mal der Wein. Merkwürdigkeiten oder nichts Socken? Nichts so, man Merkwürdiges. Sich denkt, ganz normale Sachen halt. Ich muss morgen früh weiter nach Köln und Dreharbeiten und muss einige Sachen mitnehmen. Leider darf ich noch nicht so viel darüber verraten, aber es ist etwas, das ich selbst noch nie gemacht habe. Wie? Dieses Jahr ist generell so ein Jahr, wo ich ganz viele Sachen zum ersten Mal gemacht habe. Schauspielerisch oder du meinst grundsätzlich das Genre? Beruflich auch. Also gib uns einen kleinen Hinweis. Das letzte Projekt Atem für Österreich war ja in dieser Form auch ein Projekt, auch ein Herzensprojekt. War eine schöne Sendung, fand ich. Hast du es gesehen? Ja, ich habe zwei Folgen gesehen und war... Ja, danke. Mir hat es auch gefallen. Ach, du hast es auch gesehen. Ja. Ich fand das wirklich gut. Es hat ein sehr gutes Anliegen und es war eine sehr sympathische Sendung, wahnsinnig erfolgreich. Ja, unglaublich charmant. Genau, finde ich auch. Wir hatten auf jeden Fall wichtige Botschaft, wichtige Themen, die wirklich auch mal angesprochen werden müssen und... Ich habe ein wunderbares Team hinter mir gehabt und bin ja, das ist ja der Satz, weißt eh. Das ist ja der Satz. Es gab noch nie irgendjemanden, der in einer Produktion war, der nicht gesagt hätte nachher. Es war scheiße. Das ist ja wunderbares Team. Es geht ja nur zusammen. Ja, aber oft sind die Teams natürlich schlimm. Lass uns das Pferd doch von vorne aufzäumen. Bist du eigentlich noch Model oder ist diese Karriere sozusagen vorbei? Ich krieg noch immer Modelanfragen tatsächlich, aber ich würde sagen, dass der Fokus und die Priorität natürlich die Schauspielerei ist. Schauspielerei, die auch sehr erfolgreich ist. Wie heißt die Serie, die... Blutige Anfänger. Die blutigen Anfänger, genau. Ist eine Vorabend-Krimiserie? Genau, ist eine Vorabend-Krimiserie. Zurzeit läuft auch die erste Staffel noch auf Sky. Oh, Sky. Gernot Blümel hat Sky auch am Laptop, kann er nicht mehr sehen. Kannst du Gernot Blümel kurz erklären, um was es geht? Eine Kriminalserie, könnte ihn interessieren. Krimiserie, also es geht eigentlich um Polizeischüler am Weg zum... großen Posten zum Kommissar. Ja, genau. Und ich bin eine davon. Also in der ersten Staffel war ich ja eher die Außenseiterin und wurde ja verdächtigt, meinen Dozenten ermordet zu haben. Oh, das hättest du doch nicht gemacht. Nein, natürlich nicht. Außerdem, ich habe überhaupt kein Gewaltpotenzial. Null. Ja. Null? Echt? Ich habe eine scharfe Zunge. Aber nie hast du noch nie jemanden gewürgt? Nein. Also ich bin komplett gegen Gewalt. Gehst du in den Klopainer See und rettest Insekten, die auf der Wasseroberfläche treiben? Ja, tatsächlich. Ich habe vor ein paar Monaten im Sommer einen Frosch gerettet. Dieser Satz wird übrig bleiben aus der Sendung, oder? Warum? Oder? Ja, aber das ist ein schöner Satz. Ja. Wenn das überbleibt, könnte auch ein Beginn eines Märchens sein. Ja, das stimmt. Oder? Ja, das ist der Beginn, klassische Beginn eines Menschen. Also ich würde jedes Lebewesen retten, das irgendwie in Not ist. Liebe Larissa, wäre das in deiner Karriere als Tatortkommissarin, wäre das der Zenit? Also wie meinst du der Zenit? Ob du das anstrebst, ob du das sein willst eventuell, weil es ist natürlich von blutiger Anfänger. Naja, das wäre auf jeden Fall eine Anfrage, die definitiv spannend ist, die man sich anschaut und wenn man beim Casting ist und sich gut fühlt, finde ich spannend. Aber ich bin ehrlich gesagt eher so ein Künstler, der so unterschiedliche und so viele Interessen auch hat. Ich mag Independent-Filme, ich mag Krimis, ich liebe Krimis, ich bin auch total happy gerade mit meiner Rolle in Blutiger Anfänger. Was drehst du gerade? Was ist das, was du nicht erzählen darfst? Was du noch nie gemacht hast? Das interessiert mich jetzt wirklich. Ich würde so gern, ich habe heute extra gefragt. Mach mal eine kleine Andeutung. Ist es was Unseriöses? Lasst euch, nein.
Ich mache nur seriöse Sachen meistens. Aber ist es etwas, wo du etwas, du machst dort etwas, das du noch nie gemacht hast? Was könnte das denn, was hast du denn noch nie gemacht? Was fällt dir als erstes wohl viel? Es ist auf jeden Fall sehr anständig natürlich. Lass dich überraschen. Ich muss ja auch noch für ein paar Überraschungen sorgen. Liebe Larissa, du bist ja unter anderem auch, ich hoffe, wir haben nichts Falsches gesagt, sozusagen Hotelbetreiberin. Gehört dir das Hotel? Ist es, glaube ich, der elterliche Betrieb? Genau, ich habe vor ein paar Jahren mit meinem Vater gemeinsam ein Hotel erworben. Also wir haben ja eh schon ein Familienunternehmen am See, Hotel Marold. Und vor ein paar Jahren habe ich gedacht, es wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich auch mit einsteige. Okay, wie jetzt im Lockdown ist natürlich alles zu, aber das Hotel wird bestehen bleiben? Ja. Freust du dich, dass keine deutschen Gäste da sind oder vermisst du sie sehr? Ich bin ja so, ich habe so einen großen Freundeskreis in Deutschland und mir sind alle Gäste sehr lieb. Also ich freue mich auch, wenn das Hotel wieder aufsperrt und es wird auch wieder aufsperren. Alle Hotels werden wieder aufsperren, früher oder später. Darf ich fragen, wie viele Zimmer gibt es da? Wie groß ist dieses Hotel? Wir sind ein 500-Betten-Unternehmen. 500? Und das, ja. Das ist ja wirklich riesig. Ja, wir sind ein großes Familienunternehmen. Würde und ich bei einer eventuellen Hausdurchsuchung da was Unstimmiges herauskommen oder sind die Bilanzen korrekt? Wir sind langweilig. Wir sind sehr korrekt. Habt ihr diese Kübel beim Frühstückstisch, wo man den Mist reinwerfen kann? Weil das finde ich das Schönste in Hotels. Das Beste, dass du dann diese Butterpackungen... Das ist praktisch. Auch diese Eierspeisberge. Wie ist das? Was heißt die Eierspeisberge? Ist was ganz anderes als der Mistkübel auf dem Tisch. Der Mistkübel ist sinnvoll. Eierspeisberge. Habt ihr die Eierspeis bei euch? Ist die diese künstliche oder echte Eierspeis? Bei uns ist alles echt. Was ist der künstliche Eierspeis? Ja, es gibt ja ganz oft diese Eiersatz. Ich lege Wert darauf, dass sehr viel Bio ist zum Beispiel. Weil Bier? Bio. Also Bio. Sehr viel Bier im Frühstücksbuffet. Naturtrübes Bier. Bier darf auch nicht ausgehen und guter Wein auch nicht. Aber ich bin jetzt auch jemand, der schon mal gern irgendwie Biofleisch isst. Total. Das heißt, ein absoluter Spitzenbetrieb, dieses Hotel Marold. Ich kann nur das Beste darüber sagen. Zumindest ist es am schönsten Ort der Welt für mich. Weil ich habe wirklich schon viel gesehen. Mhm. Ich reise die ganze Zeit rum. Und wo ist denn am hässlichsten bis jetzt gewesen? Am Nachbarsee. Also Schopeiner ist Wahnsinn, aber das daneben alle sehen, vergiss das. Das sind alle Sehen. Aber Schopeiner sehen, Kärnten. Ja, das ist märchenhaft. Ich möchte mich sehr bedanken bei euch dreien. Vielen Dank, alles für das Gute. Ich darf nochmal empfehlen, Blutige Anfänger Larissa Marold im Fernsehen anzuschauen. Und dann empfehle ich selbstverständlich Monika Helfer, Fatih und auch Bagage. Und von Köhlmeier sowieso alles. Das sind die neuen Märchen.